Heute beschäftige ich mich mit dem drahtlosen Mikrofon von Comica. Und zwar ist das das VD Live 10 USB. Das ist also eine Kombination aus einmal ein Empfangsgerät und zwei Sendern in einer Box. Wie ihr seht, gibt es das Ganze in Schwarz, Weiß und Pink. Ich habe die weiße Version und wir beginnen jetzt gleich mit dem Auspacken und schauen uns dann mal den Inhalt an. Dann fangen wir mal mit dem Auspacken an. So, ich kann das Ganze hier aufschieben. Na, komm schon. So, hier haben wir als erstes die Bedienungsanleitung. Dann haben wir etwas Zubehör. Fühlt sich gut an. Ein kleiner Sack, um die ganzen Sachen aufbewahren zu können. Silikagel. So, ein 3 mm Klinkenstecker und zwar, lass mich kurz gucken, das ist ein, na da ist das, TRRS zu TRRS Kabel. Ein USB-C Kabel. Was ist das denn? Oh, hier so eine tote Katze als Windschutz. Ein Adapter, um den Empfänger auf den Blitzschuh montieren zu können. Das zweite Feldstück für den zweiten Sender. Und ein Adapter von USB-C auf den normalen USB-Anschluss. So, kommen wir jetzt zum eigentlichen Gerät. Das Ganze wird geliefert in eine Aufbewahrungsbox, die gleichzeitig auch ein Ladegerät ist. In der Box werden dann die einzelnen Komponenten aufgeladen. Ich lese mir jetzt mal die Bedienungsanleitung durch und danach gehen wir mal die Funktionen durch. Betrachten wir einmal die Ladebox
von allen Seiten. Also auf der Vorderseite, ich nenne sie jetzt mal Vorderseite, haben wir die Batterieanzeige. Intern ist ein Akku verbaut, der wohl für 10 Stunden Laufzeit sorgt. Wir haben den Knopf, womit wir die Ladestation öffnen können. Muss man einmal eindrücken, das ist ein bisschen schwergängig. Ja. Dann öffnet sich die Ladestation. Und dann haben wir noch den Knopf, um die Komponenten miteinander zu verbinden. Wenn wir die mal rausnehmen, sehen wir hier die Ladekontakte. Damit die einzelnen Komponenten geladen werden, müssen diese ausgeschaltet sein. Steht auch extra hier ein Aufkleber nochmal, dass die nur im ausgeschalteten Zustand geladen werden. Ja, jetzt verbinden wir die Komponenten mal, also den Empfänger mit den beiden Sendern. Dafür schalte ich also alle Geräte an. Halte die Pairing-Taste gedrückt. Es fängt alles an zu blinken. Er hat jetzt gerade angezeigt, dass das Pairing stattfindet. Es dauert einen kleinen Moment. Jetzt sieht man im Moment, dass sie nicht verbunden sind. Aber gleich sollte es soweit sein, dass das Verbinden der Empfängerstation mit den Sendestationen abgeschlossen ist. So, jetzt ist es auch soweit. Das ist abgeschlossen und man sieht im eingeschalteten Zustand hier, dass das Symbol leuchtet. Und hier haben wir eine Anzeige, die uns über den jeweiligen Status der einzelnen Komponenten aufklärt. So, ich nehme als Beispiel mal jetzt hier das Sendeteil raus und spreche jetzt mal hier rein. Und man sieht hier, das ist das Sendeteil B und hier ist der Ausschlag jetzt höher. Jetzt nehme ich das andere Sendeteil raus und hier sieht man jetzt auch den Pegelausschlag von dem Empfangsteil. Schauen wir uns nun einmal eins der Sendeteile an. Hier haben wir den Schalter, um das Sendeteil auszuschalten, in den Modus S oder in den Modus D zu versetzen. Und wir haben hier einen kleinen Taster. Dieser Taster ist dafür da, man kann hier die vier verschiedenen Volumenstärken durchtasten. Also man hat Volumenstärke 1, 2, 3 und 4. Und durch leises Antasten tastet man sich einmal von 1 nach 2, nach 3, nach 4, nach 1. Oder bei längerem Gedrückthalten versetzt man den Sender in den Ruhezustand. Hier haben wir das leuchtende Emblem. Das leuchtet also auf, sobald der Sender eingeschaltet ist. Hier haben wir die Öffnung, um den Sender zu resetten. Ich schätze mal, die ist dafür nötig, um das Parent zurückzusetzen und dann hinterher wieder neu starten zu können. Hier haben wir den 3,5 mm Klinkenstecker. Hier kann man zum einen den Kopfhörer anschließen, damit man selbst hört, wie der Ton gerade ist. Oder man kann ein Mikrofon anschließen. Dann wird das Mikrofon auf dieser Seite ausgeschaltet und man kann sich zum Beispiel ein Lavalier-Mikrofon an den Kragen stecken. Ja, das sind die Seiten. Ach, und dann haben wir noch die Rückseite mit dem Clip, womit ich das Sendeteil an die Kleidung anklipsen kann. Schauen wir uns jetzt das Empfängermodul an.
Hier haben wir also oben einmal das Display, das die verschiedenen Anzeigen für den Empfänger, für Sender A und Sender B hat. Hier sieht man zum Beispiel Volumen 2, das ist also bei Sender A, steht auf Empfindlichkeit 2. B habe ich jetzt hochgeschaltet auf 3, jetzt einmal auf 4 geschaltet. Jetzt gehe ich zurück auf 1 und auf 2. So kann ich also die Empfindlichkeit der Sendegeräte einstellen. Hier sehe ich auch gleichzeitig, wie gut der Empfang ist. Je weiter ich mich wegbewege, umso schlechter wird dann der Empfang. Hier habe ich den USB-C-Anschluss. Damit kann ich das Empfängerteil direkt an einen USB-C-Anschluss, zum Beispiel vom Handy, anschließen. Hier habe ich den 3,5 mm Klinkenanschluss. Den kann ich entweder dafür benutzen, dass ich hingehe, wenn ich das Gerät nicht über den USB-C-Anschluss anschließen kann, kann ich es mit dem 3,5 mm Klinkenanschluss an, zum Beispiel an eine Kamera anschließen. Hier habe ich den Wahlschalter für Mono Stereo. Ich habe ja zwei Mikrofone, damit könnte ich also Stereo aufnehmen. Den Schalter, um das Gerät einzuschalten. Den Reset-Knopf. Ja, und mehr gibt es hier schon nicht. So. An der Ladebox als solches gibt es nur noch einmal den USB-C-Anschluss, um die Batterien zu laden, und auch hier ein kleines Loch, damit ich das Modul resetten kann. Jetzt vergleiche ich verschiedene Mikrofone miteinander. Einmal die in der Nikon verbauten Stereo-Mikrofone. Dann habe ich hier oben ein Lavalier-Mikrofon hängen und ich werde als drittes dann im direkten Vergleich das Mikrofon hier von Comica verwenden. Das ist der Test für die internen Mikrofone der Nikon-Kamera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Test, Test, Test. Dies ist der Test mit dem Lavalier-Mikrofon, was hier über mir hängt, welches an der Nikon-Kamera angeschlossen ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Test, Test, Test. Dies ist der Test mit dem Comica-System. Das Sendeteil ist auf Volumen 1 eingestellt. 1, 2, 3, 4, 5. 6, Test, Test, Test. Jetzt habe ich das Sendeteil auf Volumen 2 eingestellt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Test, 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 Test. Volumeneinstellung 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Test, Test, Test. Und zu guter Letzt Volumeneinstellung 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Test, Test, Test. Der Hersteller Comica gibt eine Reichweite seines Mikrofonsets von 50 Meter im Freien an. Ich werde jetzt mal austesten, wie das ist, wenn ich mich hier durch die Wohnung Richtung Balkon bewege. Das sind so 12 Meter. Und dann werden zwei Wände dazwischen sein. So, ich bewege mich jetzt mal Richtung Flur. Gehe jetzt in den Flur. Vom Flur in die Küche. Jetzt ist also eine Wand dazwischen. Jetzt gehe ich auf den Balkon. Stehe jetzt gerade hier auf dem Balkon. Jetzt sind also drei Gerät. Jetzt bewege ich mich wieder vom Balkon runter. Bin wieder in der Küche.
bewege mich durch die Küche Richtung Flur und anschließend wieder Richtung Kamera. So, das war ein kleiner Test bezüglich der Reichweite in den Innenräumen. Ich bin auf das Ergebnis gespannt. Um den Akkustand der einzelnen Komponenten abzufragen, drückt man einmal kurz die Pair-Taste. Hier kann man jetzt sehen, wie von der Basisstation der Akkustand ist. Und wir sehen hier die Akkustände der einzelnen Komponenten. Ich hoffe, euch hat mein kleines Testvideo gefallen und würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet.